Menschen in Münster mit Simon Jöcker. Hallo, liebe Zuschauer. Ich sitze hier mit Marie Gambari. Marie Gambari hat sich unter 20.000 Lehrerinnen und Lehrern für den Global Teacher Prize qualifiziert, gehört ja zu den Top 10 Finalisten und ist möglicherweise in ein paar Tagen, dann ist die Preisverleihung, die beste Lehrerin der Welt. Der Preis ist mit 1 Million Dollar dotiert. Marie, was macht eine Lehrerin 1 Million Dollar wert? Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar geht es bei dem Global Teacher Preis wirklich um herausragende Lehrkräfte, die tagtäglich den Kindern wirklich als Weltbürger Bildung ermöglichen. Es sind mehrere Facetten, die abgedeckt werden müssen. Und es geht vor allem auch um demokratische Erziehung und dass die Gesellschaft und auch die Politik in wirklich allen Ländern der Welt wirklich wieder den Fokus auf Bildung und auf Kinder legen, weil die sind einfach die nächste Generation. Und nur dadurch bedingt, wenn wir wirklich sehr gute Bildung leisten im Sinne von demokratischer Erziehung und demokratischer Bildung, dass die Kinder sich als handlungsfähig erleben und positiv, haben wir wieder die Möglichkeiten, auch Gesellschaften positiv zu beeinflussen und zu verändern. Und deswegen wird da so ein Fokus von der Wakai Foundation drauf gelegt. Und ich habe halt verschiedenste Projekte, dass ich halt Wissenschaft und Schule und Ehrenamt miteinander verbinde. Und dadurch bedingt bin ich unter die besten 10 gekommen. Du hast ursprünglich angefangen, Jura zu studieren. Wie bist du dann überhaupt zum Lehramt gekommen? Ich wollte immer quasi für Menschenrechte kämpfen weltweit und in den Menschenrechten verankert oder auch Grundrechten ist ja auch vor allem das Recht auf Bildung und mich vor allem für Kinder weltweit einsetzen. Und bin dann aber auch durch viele Diskurse mit meinen Professoren dahin gekommen, dass ich gemerkt habe, halt auch, also Jura ist immer noch für mich ein spannendes Thema und so meine Leidenschaft auch. Bin aber auch dahin gekommen, dass ich gemerkt habe, wenn man wirklich ansetzen möchte und Gesellschaften positiv verändern möchte und gerade auch einen positiven Impact auf Schüler haben möchte, die wieder auf den richtigen Weg bringen möchte, muss man wirklich viel früher an der langen Kausalkette ansetzen. Und da ist es wichtig, wirklich als Lehrer anzusetzen und wirklich als Lehrer hat man einen sehr hohen Impact auf die kindliche und jugendliche Entwicklung auch und dementsprechend später auf die Gesellschaft. Wir bilden die nächsten Agents of Change aus. Wir können Gesellschaften positiv als auch negativ beeinflussen. Und wenn Bildung positiv funktioniert im Schulsystem, in Schule und weltweit, haben wir die Möglichkeit, dadurch bedingt auch wirklich Terror zu bekämpfen. Du warst in Afrika. Schon einige Zeit her, wo du das erste Mal da warst. Und war das auch ein bisschen Anstoß, Inspiration, dich in dieser Richtung oder in dieser Richtung tätig zu werden? Genau, ich habe 2009 das erste Mal war ich in Nigeria, habe dort meine Examensarbeit geschrieben über das Bewegungsverhalten von nigerianischen Kindern und Jugendlichen. Da bin ich über den Eine-Welt-Kreis an Nicolas Wolbeck drangekommen, wo ich halt auch sehr lange als aktives Mitglied bin, jetzt immer noch als Mitglied. Und dadurch bedingt hatte ich die Möglichkeit, wirklich an der Pope-Jean-Paul-Schule zu forschen in Owerri in Nigeria, in Esinite. Ihite heißt das Dorf, Mbise. Und war natürlich toll, da 8 Wochen zu sein, zu forschen, zu unterrichten, die Kinder kennenzulernen, sich wirklich in eine andere Kultur hineinzuführen. Und das war für mich einfach sehr prägend, weil das im Prinzip meinen Lebensweg weiter beeinflusst hat. Wie lernen oder spielen denn afrikanische Kinder anders als Deutsche zum Beispiel? Das Ziel ist immer, dass auf das Gemeinwohl der Gesellschaft gelegt. Es geht halt nicht darum, für sich selber den Vorteil zu erhaschen, sondern es geht halt um kooperative Sachen, wie zum Beispiel das Tanzen. Es ist halt in die nigerianische oder afrikanische Kultur verankert. Es ist von innen heraus und die Kinder werden damit groß. Und es geht nicht darum, besser zu tanzen oder einen Award dafür zu bekommen, sondern das gehört zum Lebensgefühl und zum Lebensprinzip. Und das ist halt das Tolle, wenn man das sieht, einfach bei den Kindern und auch bei den Erwachsenen, dass es mit zum Alltag gehört, dass aufgesprungen wird und getanzt wird, wie man es auch in der persischen Kultur kennt. Und das ist einfach ein Lebensgefühl und es ist sehr viel mit Freude, mit Lachen und mit positiven Persönlichkeitsgefühlen auch verbunden. Also es geht nicht ums Gewinnen und Verlieren? Genau, wie man es so aus Wettkampf kennt, aus sportlichem Wettkampf, was halt typisch ist für, sag ich mal, westliche oder indonesische Kulturen, da geht es halt um Wettkampf, um Leistung und um besser zu sein als andere. Also da können wir viel von den afrikanischen Kindern lernen oder von der Kultur und das hast du dir auch ein bisschen zur Aufgabe gemacht? Ja, auf jeden Fall. Ist das denn auch einer der Gründe, warum du mit deinem aktuellen Projekt, dem Sportpatenprojekt, auch das mit Skateboardfahren und dem Skate-Aid-Projekt in Verbindung setzt? Genau, richtig. Also Skateboarden und weil da geht es ja nicht ums Gewinnen und Verlieren. Ne? Nee, also bei Skateboarden ist es halt gleich. Also ne, Titus und ich arbeiten da ja auch eng zusammen und der Torben von Skate-Aid. Und Skateboarden ist halt so ein Paradebeispiel, was in einer westlichen Kultur ist oder sich entwickelt hat, ist aber von der Peer-Kultur und von der Skateboard-Kultur eher so kollektivistisch angelegt. Das heißt, es geht um eine ganz bestimmte, von innen heraus. Das heißt, die Skateboarder untereinander
miteinander, feiern sich gegenseitig, wenn ein Trick geschafft wird. Und man hat selber dieses Erfolgsgefühl, dass ich für mich einen Trick schaffe und wieder weiter bin und nicht sage, hey, ich bin ja viel besser als du und du bist ja schlechter, sondern es geht so ums Gemeinschaftliche. Vielleicht kannst du mir das am lebenden Beispiel zeigen. Sehr gerne. Sollen wir einfach mal zum Skaters Palace und uns das da angucken? Ja, auf jeden Fall, da bin ich dabei. Wir sind jetzt im Skaters Palace, wo eines deiner Projekte auch gelebt wird, nämlich das Sportpatenprojekt, was du auch in Kooperation mit SkateAid von Titus Dittmann machst. Was ist das Sportpatenprojekt? Das Sportpatenprojekt ist quasi das Sportstudierende, eine Patenschaft für ein Kind übernehmen, dass das gestärkt wird und gefördert wird mit Hilfe von selbstbestimmten sportlichen, also mit selbstbestimmtem Sport, alles was halt wie Skateboarden kooperativ und miteinander durchgeführt werden kann. Und dafür steht das Sportpatenprojekt, dass das wirklich eine 1-zu-1-Betreuung ist und die Sportpaten als quasi große Brüder und Schwestern fungieren, die die Kinder wöchentlich begleiten mit sportlichen Aktivitäten, wie unter anderem halt Skateboarden. Das sind halt angehende Lehrer, die dann wieder dafür sensibilisiert werden, was man für Kinder machen kann. Und auch ein Gespür dafür bekommen, wenn Kinder auch mal auffälliger sind im Unterricht, dass das einen Hintergrund hat. Weil Kinder, wenn die sich so oder so verhalten, hat das immer einen Grund. Und die Sportpaten sollen die wirklich begleiten und stärken und über sich hinaus wachsen lassen. Und die Kinder auffangen und vor allem über sportliche Aktivitäten, weil Sport einfach sinnvoll ist, wie Skateboard, dass man von innen heraus wieder ein gutes Körpergefühl bekommt, ein gesundes Selbstbewusstsein. Und Sport ist ganz essentiell für die kindliche Entwicklung. Du hast mal gesagt, du möchtest Kinderaugen zum Leuchten. Ja. Das gelingt dir offensichtlich hier. Ja. Reicht denn dazu ein aufregendes Umfeld mit coolen Brettern oder gibt es grundsätzlich ein anderes Konzept, wie man auch bei anderen Projekten Kinderaugen zum Leuchten bringt? Wichtig ist immer, dass Kinder sich gesehen fühlen wollen, dass man sie wirklich sieht und sie stärkt und sie ernst nimmt und ihnen zuhört. Und die Sportpaten machen das. Jetzt hier natürlich mit Sport, mit Skateboarden unter anderem, aber auch in der Schule. Man muss den Kindern das Gefühl geben, hey, ich sehe dich und ich glaube an dich. Und dann wachsen die über sich hinaus. Wer kann denn hier alles dran teilnehmen? Kann da sich jeder anmelden? Machen wir mit der Hermannsschule in Münster. Das ist eine Grundschule hier und mit der kooperieren wir jetzt seit 6 Jahren. Mit der Maren Wobel, das ist unsere Ansprechpartnerin, die auch echt tolle Arbeit leistet. Und mit der wir eine ganz tolle Kooperationspartnerin halt auch haben. Und mit denen machen wir das seit 6 Jahren. Und mit SkateAid natürlich auch hier. Und das ist natürlich super, wenn man da so alle an einem Strang ziehen. Die Uni Münster, SkateAid, Hermannsschule, das macht einfach Spaß. Das scheint ja wirklich toll zu funktionieren. Gibt es denn nicht auch andere Interessenten? Gibt es nicht auch andere Schulen, die sagen, mach das doch einfach mal größer, mach das für uns auch? Ja, gibt es, aber da müsste ich mich ein bisschen klonen. Deswegen wäre es halt super, wenn man natürlich jetzt weitere Förderung bekommt, weil man es dann wirklich weiter ausbauen kann, auch in anderen Städten. Ja, so eine Million Dollar könnte ja schon mal weiterführen. Auf jeden Fall, ja klar. Und ja, man sieht ja jetzt hier wirklich die Resultate deiner Arbeit, nämlich fröhliche Kinder. Ja. Der Ursprung deiner Arbeit ist aber auch immer im wissenschaftlichen Teil, weil du bist ja auch wissenschaftlich unterwegs an der Universität. Da würde ich gerne mal mit dir vor Ort. Und vielleicht kannst du mir ja mehr darüber da erzählen. Definitiv, das können wir sehr gerne machen. Du bist ja hauptberuflich Lehrerin, aber auch an der Uni Lehrbeauftragte. Genau. Was macht eine Lehrbeauftragte? Eine Lehrbeauftragte? Ich habe hier meine Promotion an der Uni Münster gemacht, hatte ein Promotionsstipendium und habe 2009 erstmal mit einer Vertretungsstelle angefangen in Ascheberg, nur als Sportlehrerin und fing dann halt parallel dann 2010 halt auch mit meiner Promotion an und war dann halt quasi an der Uni und habe viel Lehre gegeben, viel geforscht in Nigeria und unterrichtet. Also ich bin quasi jetzt mit einer komplett vollen Stelle erst seit einiger Zeit als Lehrerin tätig und vorher habe ich das quasi kombiniert mit Wissenschaft und Schule. Wie kann man Schule und Wissenschaft kombinieren? Hast du da ein Beispiel für? Ach klar, auf jeden Fall. Es gibt in Mathe, das habe ich letztens noch gemacht mit meinen 5ern, so ein Bewegungsspiel, kennen wir alle, Hüpfkästchen, Himmel und Hölle. Und anhand dessen können Schüler selbst entdecken, was sie brauchen. Im Prinzip einmal ein geometrisches Werkzeug, damit es gerade ist, können es selbst sich auf dem Boden malen, mit Kreide selbst spielen und erkennen aber auch dann gleichzeitig, dass die Linien parallel und senkrecht sein müssen. Und dadurch entdecken die es selber und weil die es selber durchführen und auch Springen ist es ganz anders kognitiv verankert und einfach im Gedächtnis auch geblieben. Ein anderes Spiel ist, das fand ich so genial, mit Dirk Nowitzkis Trainer, man kann halt den perfekten oder optimalen Basketballwurf bestimmen. Und darum geht es halt, dass man wirklich das mathematisch mithilfe der Trigonometrie den minimalsten Einfallswinkel mithilfe eines Basketballkorbes mit dem Basketball bestimmen kann und die Schüler das selbst ausrechnen können. Also da verbindest du Matheunterricht und Sportunterricht? Sport. Genau, richtig. Man kann Mathe und Sport miteinander verbinden und das ist einfach der Wahnsinn, weil die Kinder müssen einfach wieder
Freude und Spaß am Lernen haben und wirklich das auch selbstständig machen. Das ist nicht gut, wenn Kinder alles nur fremdbestimmt vorgesetzt bekommen, sondern dieses Selbsttätige ist ganz wichtig für die eigene Handlungsfähigkeit. Und das ist dann wieder gekoppelt, wenn man sich handlungsfähig erlebt, dass man sich selbstfähig fühlt, auch Probleme zu lösen. Und Probleme zu lösen haben wir im alltäglichen Leben, sei es im beruflichen, aber auch wenn es um kritischen Diskurs geht, wenn es um Politik geht. Und wenn man weiß, man hat immer eine Möglichkeit zu diskutieren und Probleme zu lösen, greift man halt auch nicht zu blinder Gewaltschaft einfach, sondern man denkt nach und weiß, hey, Probleme können gelöst werden, egal wie schwierig sie sind. Du hast ja eine Doktorarbeit geschrieben, also auch geforscht. Kann man das Forschungsergebnis in ein paar Sätzen zusammenfassen? Gibt es eine Quintessenz von dem, was du von Afrika bis hier zur Uni in Münster mitgenommen hast? Ja, also Kinder und Jugendliche, sei es jetzt in Nigeria als auch in Deutschland, die selbstbestimmt kooperative, körperlich-sportliche Aktivitäten machen und wirklich jeden Tag durchführen halt auch, haben einfach ein besseres Selbstwertgefühl, ein positiveres Selbstbild und fühlen sich auch körperlich fitter. Einfach rausgehen und auf Bäume klettern ist der Hammer für Kinder. Selbst wieder aktiv werden, kreativ werden, sich selbst neue Spiele ausdenken und auch mal zwischendurch Langeweile empfinden, damit Kreativität wieder gekoppelt wird, damit man sich selbst wieder Spiele ausdenkt. Und dass Kinder wirklich wieder sportlich aktiv werden. Aber also Langeweile als Impuls. Langeweile als Impuls, um wieder kreativ zu werden und nicht immer was vorgesetzt bekommen, sondern Kinder müssen selbsttätig werden. Und Okay. Das ist zum Beispiel, wenn man greifen kann, kann man auch begreifen. Und unsere kognitiven Prozesse, unsere Persönlichkeitsentwicklung ist mit Bewegung, ist mit Aktivität einfach gekoppelt. Und das ist für Kinder essentiell. Auch, dass sie nachher noch ein Leben lang sportlich aktiv bleiben. Weil wenn ich Freude an Bewegung habe, dann habe ich damit positive Assoziationen. Und dann bleibe ich auch weiter als Erwachsener oder als Jugendlicher aktiv. Und wenn man zum Beispiel ganz klassisch, Sportverein ist super, aber wenn jetzt ein Kind dabei ist, was nicht so sportlich aktiv ist und was dann vom Trainer nicht eingewechselt wird, weil es halt nicht gerade dafür gut ist, um den Sieg für das nächste Sonntagsspiel zu erhaschen, und dann erlebt sich das Kind quasi negativ und weiß, okay, es werden immer nur die Besten eingesetzt und ich bin schlecht. Was macht das Kind nachher? Meidet die Situation wegen negativen Erlebnissen. Das machen wir als Erwachsene auch noch. Und gerade das ist so essentiell. Kinder dürfen mit Bewegung und sportlichen Aktivitäten keine negativen Erlebnisse assoziieren, weil die das wiederum daran hindert, weiter sportlich aktiv zu werden. Und wir haben einen sehr hohen Bewegungsmangel in den westlichen Industrienationen. Das heißt, Inaktivität gehört mittlerweile zu den vierthäufigsten Risikofaktoren weltweit zu sterben, neben Alkohol und Tabak. Und deswegen ist es umso wichtiger, das in Schule zu implementieren, das wieder ernst zu nehmen. Und auch gleichzeitig Bewegung ist auch mit Handlungsfähigkeit gekoppelt, mit quasi mich als selbstwirksam erleben, dass man sagt, hey, ich kann das, ich kann ein Hindernis überspringen. Ich fühle mich als fähig, weil ich ein gutes körperliches Gefühl habe. Und das ist gekoppelt auch mit demokratischer Erziehung. Ja. Weil die Kinder und die Schüler dann und die nächste Generation zu mündigen Bürgern wird, die das demokratische Prinzip und die Menschenrechte verstehen. Und die wissen, dass man Probleme lösen kann und nicht zu blinder Gewaltschaft und Gewalt greift. Wenn du das Preisgeld für den Lehrerpreis gewinnst, 1 Million Dollar, ja. Was würdest du damit machen? Das würde ich für die Projekte einsetzen und für die Schule und für die Bildung und für die Kinder. Weil das ist die nächste Generation und das ist für die Kinder das mit dem digitalen Patenschaftsprojekt in Nigeria, da wäre das für. Das wäre für die Schüler hier in Deutschland, für das Sportpatenprojekt, damit alle Kinder die gleiche Chance auf Bildung haben. Dass die übers Internet wirklich interkulturell voneinander auch lernen und verschiedene Kulturen als positiv ansehen, weil das macht uns Menschen aus, diese Unterschiedlichkeit. Die verschiedenen Kulturen ist ein Reichtum, finde ich, von den Menschen. Und das darf man nicht mit Angst betrachten, sondern man muss sagen, hey, Kulturen sind toll und wir können voneinander lernen und jede Kultur hat was Positives. Und das müssen wir mitnehmen und das müssen wir auch wieder den Schülern zeigen. Ist denn eine Couch drin? Du ziehst gerade um? Nein, ist für mich nichts drin. Das Geld ist echt, meine Projekte, also sozialen Projekte oder überhaupt mein ganzes Engagement ist halt dafür da, dass ich wieder den Kindern helfe. Und wenn ich ein Kind ein Lächeln auf die Lippen zaubern kann, dann bin ich zufrieden. Das andere ist materiell. Nein, da wäre natürlich keine Couch drin. Ich bin ja auch in der Schule und verdiene ja auch mein Gehalt und eine Couch wäre nicht drin, auf gar keinen Fall. Ja. Irgendwann wird der Preis ja verliehen und dann liegt das alles hinter dir, dann geht das Leben weiter. Was sind denn deine Zukunftspläne? Willst du die Referenz nutzen und direkt Kultusministerin werden oder lieber auf dem Schulhof weiterhin Kinderaugen glücklich machen? Ich möchte definitiv Kinderaugen weiter glücklich machen, weil das ist ein Ziel von mir und deswegen verknüpfe ich Schule und Wissenschaft einfach miteinander und möchte, dass
bei mir im kleinen Umkreis machen, an der Schule als Lehrerin, aber auch im großen Umkreis mit den ganzen internationalen Projekten und wirklich da jedem Kind ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern und den Kindern wieder den Glauben an sich selbst zu geben, weltweit. Es hat ja jeder auch in seiner eigenen Schulzeit Lehrer gehabt, die er nicht so gerne gemocht hat und andere wiederum sehr gerne. Jeder hat auch irgendwie einen Lieblingslehrer gehabt. Was hast du denn an deiner Lieblingslehrerin oder deinem Lieblingslehrer damals geschätzt? Dass sie zugehört haben und auch wenn man verschiedene Stellschrauben hatte, dass die trotzdem einfach da waren und einfach hinter einem standen, wie so ein Fels in der Brandung. Und dass sie einen gesehen haben. Und das fand ich ganz, ganz wichtig, dass sie quasi einen über sich hinauswachsen lassen haben und einen nicht gedrückt haben, wie jetzt auch einige Lehrer, die jetzt nicht so positiv für mich in Erinnerung sind, sondern wirklich, dass sie wirklich einen über sich hinauswachsen lassen haben. Und das war eine tolle Lehrerin in der Grundschule, Gabriele Langkamp. Und auf der weiterführenden Schule war das Christiane Schmidt, Helmut Althoff, Michael Borell, die einfach tolle Pädagogen, tolle Menschen und tolle Lehrer waren, die echt auch eine ganz tolle Empathie für Schüler einfach hatten. Und im Studium war es wirklich dann Bernd Strauß und Maike Tietjens, die da wirklich mir geholfen haben und hinter mir standen, hinter meiner Forschung standen, nach Afrika zu gehen, da zu forschen. Und das ist so, das trage ich im Herzen, das nehme ich mit. Und wenn die nicht gewesen wären, würde ich jetzt heute hier nicht stehen. Und das sind einfach großartige Lehrer, die für mich heute immer noch Vorbilder sind. Sei es in der Schule, sei es in der Uni. Das waren einfach tolle Lehrbeauftragte, Lehrer, Mentoren, Professoren. Marie Gambari, möglicherweise bald, in wenigen Tagen stellt er sich heraus, die beste Lehrerin der Welt. Ja, aufregend, das ist echt. Vielen Dank für das sehr inspirierende Interview und viel Erfolg bei der Preisverleihung. Dankeschön. Danke dir auch ganz, ganz herzlich. Wenn ihr mehr Menschen im Münster-Videos sehen möchtet, dann könnt ihr das auf dem YouTube-Kanal Menschen im Münster. Den könnt ihr auch gratis auf dem roten Button hier unten links abonnieren. Das war Menschen in Münster mit Simon Jöcker.